Guten Morgen, Leute, ich grüße euch. Hoppla. Ich grüße euch zu einem kleinen Video. Das heißt, wie klein oder groß es wird, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall nicht über eine Stunde, weil das ja jetzt mit dieser Kamera hier läuft und deren Akkukapazität ja nur eine Stunde hat und ich da auch keine Powerbank angeschlossen habe. Ja, aber wir wollen das einfach mal machen. Mal so eine kleine Mitfahrt hier. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ja, wie gesagt, ihr müsst mir mal einen Moment Zeit lassen. Ich muss erstmal hier in die Geschichte reinkommen. Ich sage es mal so, nach einer Woche aussetzen. Ja. Muss man sich erstmal wieder ein bisschen eingewöhnen. Der Schlaf diese Nacht war sehr schlecht. Zieh mal raus. Nee, das war nix. Aber gut. Morgen sieht schon wieder anders aus. Ich weiß gar nicht, ob man den... Ich habe keine Ahnung, ob man den Riss hier sehen kann. Ich habe ja einen Riss in der Windschutzscheibe und... Ich sag mal so, ich hatte so einen kleinen Strich da dran gemacht. In der Zeit, wo ich noch am Ball war, da ist er nur ein paar Millimeter länger geworden. Jetzt hat sich der Riss, der so bestimmt 20 cm ist, auf ja, bald 50 cm vergrößert. Zoll. Nochmal, einmal Zoll in Grün, einmal Zoll in Blau. Na, kommen wir wieder nicht raus. Ja, aber jetzt. Ja, ich habe einfach mal dieses Format gewählt, weil im PKW die Zeit, die ist immer so kurz in Anführungsstrichen. Na, ich könnte fast sagen, wenn ich angefangen habe zu erzählen, muss ich schon wieder aufhören. Ah, ich glaube, der Zoll möchte beim Lidl einkaufen oder was, zumindest sieht es da noch aus. Ach ja. Ja, ich hoffe nicht, jetzt kommt das nächste Theater, so in Form von Erkältung oder Grippe. Mir reicht die eine Geschichte, die ich da am Backen hatte letzte Woche. Fahrt hier runter, war sauber, ihr seht, der Straße ist sauber, hier ist auch nichts mit Schnee oder so. Es soll ja Mittwoch Eis und Schnee kommen, ich bin mal gespannt. Ich meine, heiß drauf bin ich natürlich nicht, ist logisch. Aber wir müssen es ja nehmen, wie es kommt. Ich bin mal gespannt, jetzt habe ich auch gehört, wie die arbeiten hier Weihnachten. Da reicht mein alter Urlaub nicht. Das sind nämlich 8 Tage, die da belegt werden müssen und ich habe nur noch 4 alte Tage. Mal sehen, vielleicht werden wir mal wieder ein bisschen freien Verkehr fahren. Schauen wir mal.
Aber ich habe auch dieses Format gewählt, wie gesagt, um ein bisschen Zeit nach hinten raus zu haben, denn ich möchte euch gerne die ohne Montag Blues, sag ich mal, möchte ich euch gerne die Geschichte von der Treppe erzählen. Wer sich jetzt fragt, Treppe, einfach mal in das vorherige Video schauen, ist ein sehr kurzes Privatvideo. Wem die 6 Minuten noch zu lang sind, geht einfach in die zweite Hälfte und dann sieht man, worum es geht. Es geht um eine Treppe und ja, zu dieser Treppe gibt es halt eine kleine Geschichte. Ich hatte auch schon mal in älteren Videos von der Treppe mal so kurz gesprochen. Das wird aber mit Sicherheit nur bei dem einen oder anderen mit sehr gutem Gedächtnis hängen geblieben sein. Und zwar ist es folgendermaßen gewesen. Vor 2,5 Jahren auf unserer, ja, eigentlich kann man sagen, täglichen Spazierrunde. Das heißt, ja, vor über 2 Jahren ging das so halt so ein bisschen los, auch mit dem Wald immer. Wir sind früher sonst immer nur im Feld gelaufen, weil von wegen, ja, da hat man die 5 Hunde besser im Überblick und waren also nur bei extremer Hitze im Wald wegen dem Schatten. Aber so vor 2 Jahren oder so, da haben wir angefangen, öfter, also halt mittags meistens, eben im Wald zu laufen. Und wenn man so durch den Wald durchläuft, dann tut sich da eine größere Freifläche auf, Felder halt. In der Mitte steht eine Scheune, kann man auch in dem Video da sehen. Und im Vorbeigehen sah ich dort eine vierstufige Treppe liegen. Eine vierstufige Treppe mit Stahlflanken und 4 feuerverzinkten Sicherheitsstufen. Also richtig, richtig gute Gitterrossstufen. Absolut trittsicher und rutschfest. Und ja, die lag daneben der Scheune auf der Wiese. Und dann war da auch noch ein Hochstand, aber der Hochstand, der hatte seine eigene Leiter. Also es war nicht erkennbar, dass dieses Teil jetzt speziell irgendwo hingehört. Und ich sah das dann und dann sagte ich so zu meiner Frau, wie gesagt, vor über 2 Jahren, hör mal, dieses Stück Treppe würde sich, glaube ich, gut machen bei uns hinten raus aus dem Haus, wenn es zu den Hühnern geht. Ja, okay, hat man so aufgenommen. Aber diese Idee kam natürlich immer wieder hoch, wenn man wieder erneut da vorbeikam. Ich habe dann angefangen, mich zu fragen, wem gehört diese Treppe? Wen könnte man eventuell fragen, um sie abzukaufen? Also ich war durchaus bereit, auch Geld dafür hinzulegen. Denn ich habe da am Wochenende nur mal so ganz fix überflogen. Also so ein einfacher, feuerverzinkter Gitterrost, der liegt schon über 30 Euro. Also wie gesagt, ich war auch bereit, dafür Geld zu geben. Und ja, irgendwann, vor einem Jahr oder so, sah ich dann endlich mal, welcher Bauer das angrenzende Feld beackerte und erkannte, dass es sich um einen Bauern handelt, den ich, ja, also wo ich den Sohn vom Sehen erkenne und man grüßt sich auch und so, also wir kennen den, der kennt uns. Mit seiner Frau haben wir allerdings uns schon ein paar Mal unterhalten und mit dem Vater habe ich schon einige Male gesprochen. Einfach so, halt, wenn man sich mal so getroffen hat. Und ja, da habe ich dann so gedacht, naja gut, der könnte eventuell was wissen. So, irgendwann mal oder sagen wir es mal so, nein, es war anders. Vorher kam mein Spezel, der Baggerfahrer, vorbei, mein Bekannter. Und der kennt Hinz und Kunst, der kennt auch die ganzen Landwirte und so. Und da habe ich ihm das beschrieben, wo das ist.
und hab, und er hat gemeint, er wüsste, wo das wäre und er wüsste auch, wem das wohl gehören würde, er könnte da fragen. Ich sage, ja Mensch, wenn du das mal für mich tun würdest. Und irgendwann traf ich ihn wieder und da hat er dann gemeint, ja, nee, das wäre nichts mit der Treppe, die würde zu dem Hochstand gehören. Ich sag, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Aber ich musste das jetzt so erstmal hinnehmen, dass ich also, dass diese Treppe nicht zu vergeben ist. Und ja, jetzt vor einigen Wochen trafen wir zufällig den Vater des Landwirts, der dort immer ackert. Und er war auch diesmal gar nicht in der Arbeit, sondern er ging mit seiner Frau selber da durch den Wald so ein bisschen spazieren. Und das war natürlich die Gelegenheit, um ihn mal anzusprechen. Und da habe ich ihn gefragt. Ja, er sagt, sie würden das Feld wohl beackern, aber sie hätten mit der Scheune nichts zu tun. Die hätten quasi Jäger unter sich, die hätten da irgendwelche Sachen gelagert. Ich sage, oh, ja, sagt er, aber ihr würdet den Jäger kennen. Dann habe ich ihm beschrieben, worum es geht. Na, ich sage, hier vierstufige Treppe und so, liegt da schon seit 2 Jahren. Ich habe großes Interesse, könnte bei mir hinten Hagen auch passen. Und ja, er meinte, er würde denjenigen kennen und er könnte da mal fragen. Und letzte Woche, ich sitze bei mir am PC, auf einmal schellt's und ich gucke so aus dem Fenster und da sehe ich diesen Landwirt und denke, wow, vielleicht hat er Nachrichten für mich wegen der Treppe oder so. Ne? Bin natürlich total überrascht, dass er dafür sogar extra rumkommt, aber okay, warum nicht? Und gehe so raus und ja, aber sein Anlass, warum er gekommen ist, war ein ganz anderer. Er hatte nach meinen Hasen geschaut und hatte sich mehr oder weniger davon überzeugt, dass wir was mit Hasen machen, also mit Kaninchen. Und ja, und er meinte, er würde auch noch was mit Kaninchen machen und das wäre schön zu wissen für ihn, dass wir eben auch was machen und ob wir mal tauschen würden an Hasen, damit man eben halt nicht keine Inzucht hat. Und ich natürlich sofort, ja klar, warum denn nicht? Na, ist für uns gut, ist für beide Beteiligten gut und ich wusste gar nicht, dass er mit hat. Doch, doch, er wird mit Hasen machen und so. Und er fragt dann noch wegen der Größe. Jetzt ist das so, wir haben nicht die ganz großen, wir haben nur so mittlere. Aber das war für ihn okay. Und ja, aber dann sagte ich direkt zu ihm, ich sag, sag mal, was ist denn jetzt mit der Treppe? Das sagt er nur so ganz trocken, ja, kannst du wegholen. Ich sag, echt? Ja, sagt er, kannst du wegholen. Ich sag, wow, super. Ich sag, was soll's kosten, ne? Ja, macht ein bisschen dicke Backen und so und meint dann so, ja, der Jäger will eine Wurst. Ich sag, ja, wie eine Wurst? Ja, der Jäger will eine Wurst. Ich sag, ja, ich hab keine Würste. Was für eine Wurst soll ich denn jetzt holen? Ja, meint er dann, weil dieser Bauer hat Schweine, er macht Frucht, er hat Schweine, er hat, glaube ich, Kühe, er macht mit Milch. Also er hat richtig noch so einen echten Mischbetrieb, wie es ja heute fast, wie es das heute fast gar nicht mehr gibt. Und da sagt er, ja, ich gebe dem eine Wurst. Ich sage, ja, komm her, dann bezahle ich die sofort. Sofort reingerannt irgendwie ich sage, ja, und jetzt? Ja, sagt er, 10 Euro. Ich sage, sofort die 10 Euro rausgerissen, ihm die 10 Euro gegeben, mich echt bedankt. Ne? Ich sage, ey, so super, ne? Hier 10 Euro, alles super. Und nächstes Jahr machen wir es dann mit den Hasen und so. Ne? Nee, ja, geht klar. Und ja, boah, ich mich gefreut, wirklich, ich habe mich sowas von gefreut. Und kaum war der weg, natürlich sofort mit meiner Frau ins Auto. Und es war jetzt am Ende der Woche, ich war ja schon wieder fit. Und ja, da rausgefahren, das Lustige war,
Man hätte jetzt quer durch den Wald fahren können. Das ist aber verboten, weil das ist Hessenforst, das ist ein Forstweg. Da dürfen also nur Forst und Jagd durchfahren. Und da wollten wir natürlich korrekt sein und da gibt es auch noch einen Weg außenrum, ja. Nur haben wir es total verpeilt, wo man da rein muss und haben dann echt uns ein bisschen, ja, verfahren ist jetzt vielleicht übertrieben, aber einen kleinen Umweg gemacht, bis wir dann endlich an der Treppe gelandet sind. Musste dann feststellen, dass die sau schwer ist, aber meine Frau und ich haben es so gerade eben geschafft, sie zum Auto zu zerren. Es hat sich natürlich mal wieder total bewährt. Ja, so einen kleinen Transporter zu haben, ne, so ein Kingu, also einfach ein super praktisches Auto. Hecktüren auf, also Flügeltüren auf, Treppe rein, bisschen diagonal hochkant gestellt, schon hat sie gepasst, Türen zu, alles klar. Und dann haben wir die zu Hause ausgeladen, aber waren auch so schlau, haben die direkt auf so einen Rollwagen gepackt. Ich habe da so ein paar Rollwägen und dann konnte ich die erstmal an die Seite stellen. Und ja, dann hatte ich meinen Kollegen angerufen, meinen Arbeitskollegen, und dann hatte ihn gebeten, was für mich abzuregeln. Und im Zuge dessen habe ich ihn gefragt, ob er vielleicht mal samstags rumkommen könnte, mal anpacken könnte. Denn es galt ja jetzt, diese Treppe hochzuschleppen ins Hühnergehege. Und das ist nicht ohne, weil da ist halt auch noch so eine Stelle, wo keine richtige Treppe ist, sondern wo ja nur so Stufen aus Steinen sind. Und es geht auch sehr steil rauf und es ist auch schlammig im Hühnergehege. Und es hatte dann allerdings auch noch ein Nachbar gemeint, er wolle kommen und helfen. Da habe ich so gedacht, naja, mit drei Mann, da dürfte es kein Problem werden. Und so war es dann auch. Wir haben dann die Treppe hochgezerrt, direkt schon dahin. Und eigentlich war so der Gedanke, naja gut, wenn die dann mal da ist, in der Nähe, an der Stelle, wo sie hin soll, dann, ja, dann kann ich mir halt Zeit lassen. Aber irgendwie hatte ich totalen Bock darauf. Und hab dann festgestellt, dass eine Stufe zu viel ist. Hab das angezeichnet und ja, und es war klar, ich muss das abflexen. Und mein Nachbar, der ist wieder abgezockelt nach Hause. Das heißt, ich habe da eine Flex gehabt, aber ich habe nur so eine alte Flex mit so kleinen Scheiben und hatte da aber auch keine neuen Scheiben mehr. Und ich hatte aber noch jede Menge 125er Scheiben und ja, aber im ersten Moment keine Flex dafür. Und da meinte mein Nachbar, ja, ich habe eine Flex, er wolle die holen. Dann ist er los, seine Flex holen. Und ja, er kam dann wieder mit seiner Flex, aber das war auch nur eine 115er. Ich hatte aber inzwischen festgestellt, dass ich noch im Besitz von einer zweiten Flex bin, mit 125er Blättern, also alles im Lack. Ich habe dann meinem Nachbarn gesagt, hör mal, super, vielen Dank, aber jetzt reicht das, wenn wir zu zweit sind. Denn mein Arbeitskollege, der meinte, er hätte einen Moment Zeit, seine Frau wäre einkaufen. Ja, dann haben wir das angezeichnet an der Treppe und haben dann angefangen, die seitlichen Stahlflanken halt durchzuflexen. Eben wie gesagt, massiver Stahl, bestimmt 5 mm stark oder so, die Platten. Also das hat schon ein Weilchen gedauert. Und ja, ich bin gerade dabei, nochmal ein paar Scheiben zu holen. Und es war eh unheimlich was los bei uns, weil es kam Leute auch um geschlachtete Hasen abzuholen und so. Also ich sag mal, ganz im Gegensatz zu sonst war mal richtig Bewegung bei uns. Normalerweise ist es bei uns immer ganz ruhig, es kommt kaum einer. Aber jetzt am Samstag, da war es ein bisschen wie im Bienenstock. Auf jeden Fall gehe ich also runter, will also noch Schleifscheiben holen. Und da sagt meine Frau auf einmal, hör mal, hier ist jemand für dich, hier ist eine Frau für dich, eine Nachbarin, die braucht eine Türöffnung. Ich sag, wie Türöffnung? Ja, die hat sich ausgeschlossen.
Ach, ich sag ja, Mensch, wir sind da oben dran und so. Es ist eine Nachbarin, die hat sich, glaube ich, jetzt mittlerweile schon das dritte Mal ausgeschossen. Also es gibt nur ganz wenige Leute im Dorf, die wissen, dass ich das mal beruflich gemacht habe mit den Türöffnungen. Und ja, die mich schon zweimal angehauen haben, wo ihnen die Tür mal eben zugefallen ist. Und jetzt war es auch so, die hatten eigentlich eine Veranstaltung, also einen Geburtstag mit geplantem Essen und so, und standen jetzt vor ihrer Tür zugefallen, Schlüssel steckte von ihnen, keine Chance. Ja, jetzt stand ich aber da, mein Kollege oben mit der Flex, ich zu meinem Kollegen hin, ich sage, hör mal, macht's dir was aus, wenn ich dich mal ein paar Minuten alleine lasse? Da ist eine Nachbarin in Not, die braucht mal eine Türöffnung. Ich sag, geht das, dass ich dich... Ja, sagt er, kein Problem, ich flex mal hier weiter. Ja, ich also, die waren also mit dem Auto bei uns vorgefahren, das, obwohl die nur 300 Meter entfernt wohnen, lass es 400 sein, wenn überhaupt. Ja, aber dann rein in den Wagen bei denen vorgefahren. Was? 5 Minuten? Eine Sekunde, Leute. 5 Minuten Verzug. Und er sagt mir hier... Was sagt er? Ah ja, über die 6. Na ja, gut. Egal. Auf jeden Fall... Ich musste schon ein bisschen fummeln. Denn ganz ehrlich, wenn man das nicht mehr jeden Tag macht mit diesen Türöffnungen, dann... Ja, dann geht es halt nicht so schnell. Da muss man halt ein bisschen mehr fummeln, gucken und so. Aber nach einer Weile, zack, war die Tür offen. Die Frau sagt so, ja, was bekommen Sie dafür? Und es war also so, ich habe in der Vergangenheit von den Leuten im Dorf, denen ich dann mal mit so einer Türöffnung geholfen habe, da habe ich immer so 10 Euro genommen. Und der eine oder andere von euch, der wird es wissen, 10 Euro ist für eine Türöffnung so notdienstmäßig, ja, dir ist die Tür zugefallen oder du hast deinen Schlüssel verloren oder sonst was, absolut kein Geld, ja. Also das ist, ich hätte fast gesagt, das ist das Trinkgeld. Ich habe jetzt mal so geschätzt, also... Ja, so 80 bis 100 Euro auf den Samstag wird das, glaube ich, schon kosten. Naja, ich zu ihr wieder gesagt, ja, 10 Euro, aber sie hatte auch schon die 20 Euro parat in der Jackentasche und hat mir die gegeben. Und letztendlich, bin ich ehrlich, habe ich auch kein schlechtes Gewissen gehabt. Ich fand es angemessen. Erstmal habe ich ihr sofort geholfen, ja, also sie ist zu mir gekommen. Ich bin sofort am Start gewesen. Sie hatte überhaupt keine Wartezeit. Sie hätte ja auf einen herbeigerufenen Notdienst, der wäre ja aus Hersfeld gekommen, 12 Kilometer entfernt. Also bis er da gewesen wäre, das hätte schon eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert. Das ist jetzt schon. Und deswegen, ich habe so gedacht, auch mit 20 Euro ist sie einfach super bedient. Na, sehr, sehr günstig und sehr, sehr schnell. Ja, und dann bin ich wieder zurückgedackelt. Das heißt, ich wollte laufen, weil es war ja nicht weit, aber die haben darauf bestanden, mich die 400 Meter zu fahren. Als ich bei uns vorfahre, fährt ein Auto bei mir vor die Garage. Ich sag so, irgendwie weiß ich nicht, was diese Person will. Aber als sie dann ausstieg, habe ich gesehen, okay, alles klar, war auch eine Bekannte aus dem Dorf, wollte auch noch mein Häschen holen. Also wie gesagt, ich sag euch ganz im Gegensatz zu sonst, richtiger Vollbetrieb am Samstag. Und ja, und ich habe den totalen Spaß gehabt. Na, 10 Euro für die Treppe, für die Wurst. Und während wir die Treppe dann, das heißt, kurze Zeit, nachdem ich zurückgekommen bin, war dann die Stufe komplett abgeschnitten und dann haben wir die Treppe angesetzt und wie man in dem Video sehen kann, die passt also wie die Faust aufs Auge. Einfach nur super. Und absolut, ja, eine echte Verbesserung, weil das war immer da hinten so eine wackelige Geschichte. Nee, eine echte Verbesserung. Und vor allen Dingen,
ich bin da ehrlich, manchmal kommt man an diese Dinge oder kauft Dinge ein und dann, ja, und dann liegen sie. Na? Also es wird nicht alles, was man so einkauft, wenn man irgendwo ist und hat so eine Idee und sieht da was und kauft das ein, wird das nicht unbedingt immer so. Es gibt Leute, die machen das immer sofort. Und meine Frau wäre, glaube ich, auch so jemand, die würde es, glaube ich, gestern schon montiert haben. Aber bei mir kann es auch mal passieren, dass ich das hinlege und ja, dann liegt es auch schon mal ein paar Wochen oder Monate, bis ich mich dann drum kümmere. Aber hier war ich irgendwie heiß und bin im Nachhinein auch sehr, sehr zufrieden, dass ich das durchgezogen habe. Auch meine Frau freut sich darüber. Es ist jetzt jedes Mal ein Genuss für sie, diese Stufen runterzugehen. Und nee, das ist eine echte Verbesserung. Und wie gesagt, richtig lustig, wie das so alles gelaufen ist. Am Ende sogar noch 10 Euro plus, trotz Treppe. Aber lange drauf gewartet. Über 2 Jahre drauf gewartet, dass ich an das Ding drankomme. Immer wieder gesehen, immer wieder mir vorgestellt, wie gut die sich bei uns machen würde. Immer wieder so. Es hat ja auch schon jemand von euch gemeint, ich hätte die eventuell einfach mal so konfisziert nach über 2 Jahren Liegezeit, wo sich keiner drum gekümmert hat. Aber da sage ich euch ganz ehrlich, wir wohnen da ja zum Glück in einer, ja, kann man sagen, eigentlich noch ziemlich ehrlichen Gegend. Natürlich passieren da auch Sachen, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich eine ehrliche Gegend, wo eigentlich wenig passiert. Also ich kann euch nur sagen, das ist natürlich keine Absicht gewesen, aber mir ist es durchaus in den Jahren schon 2 oder 3 Mal passiert, dass das Rolltor an der Garage komplett offen gestanden hat. Also es hätten sich Leute in der Nacht richtig schön genüsslich an meinem Werkzeug oder anderen Dingen, die in der Garage sind, bedienen können. Ich bin sicher, wir hätten es nicht mitbekommen. Wir haben schon auch mehr als einmal einen Schlüssel im Zündschloss vom Auto stecken lassen, was da vorm Haus steht. Und ja, es hat eben auch da über Nacht gestanden. Ist auch kein Problem gewesen halt. Ne? Und ja, und auch so, ich kann mich erinnern, das ist schon Jahre her, da haben wir relativ viel eBay gemacht, haben also viel Postversand gehabt. Und da das ein bisschen günstiger war, habe ich immer so ganze Bögen mit so Wertmarken eingekauft. Und das war damals so ein Wert von über 60 Euro. Und damals war die Post noch im Supermarkt. Danach ist die Post in so ein anderes Geschäft umgezogen und heute ist die Post in so einem Geschenkartikelladen. Also die Postfiliale hat bei uns schon 3-mal innerhalb des Dorfes seinen Besitzer, ich weiß nicht, ob man da vom Besitzer reden kann, also der hat schon 3-mal die Firma gewechselt, die das eben jetzt macht und betreut. Damals war es, wie gesagt, in dem Supermarkt und direkt im Eingangsbereich. Und da kann ich mich erinnern, da bin ich hingegangen, habe mir so einen Bogen geholt für über 60 Euro und habe den dann, damit er nicht verknickt und so, in den Einkaufswagen gelegt. Und nach dem Einkaufen, bin ich dann ab nach Hause und musste dann zu Hause feststellen, dass ich diesen Bogen im Wagen vergessen habe. Boah, und denk nur, was ein Mist, ne? 60 Euro zerschossen. Aber ich habe gedacht, komm, fahr mal dahin. Vielleicht liegt er ja noch im Einkaufswagen. Ich geguckt, nein, im Einkaufswagen lag er nicht. Aber ich habe dann an der Theke nachgefragt, an der
Es war neben der Post, war dann auch noch so eine Backtheke, also für Backwaren, auch im Eingangsbereich. Ja, und da sagte mir die Verkäuferin, ja, hier, diesen Bogen hier hat jemand abgegeben. Ey. Das müsst ihr euch mal überlegen. Dieser Bogen ist im Grunde nicht viel anders gewesen wie ein Geldschein. Ja, oder wie ein Bogen Briefmarken. Kein Name drauf, nix. Nirgendwo konnte man erkennen, dass ich den jetzt gekauft habe oder dass das Ding in mir gehörte. Und den hätte jemand einfach so mitnehmen können. Und sie haben es nicht getan. Ja? Sie haben es genommen und haben es abgegeben. Und das ist so ein bisschen bei uns, ja, so ist es halt bei uns noch im Dorf. Wenn jemand einen Handschuh verliert, dann gehen Leute hin, heben den auf und stecken den irgendwie an einen Ast, an einen Zaun, an einen Baum, sodass er gesichtet werden kann. Wir haben letztens ja, unsere Schleppleine, die aus nichts anderem besteht, aus so einem Stück Nylonseil, ja, ganz billiges, oranges Nylonseil und so einem Karabinerhaken, ja, hatte letztens der Bursche irgendwie im Wald verloren. Ob er hängen geblieben oder ist oder was, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall war die Leine plötzlich weg. Und ja, ein paar Tage war die auch verschwunden, bis wir die ja, plötzlich in einem Baum hängen sahen, ja. Wo man jetzt nicht unbedingt so hingeguckt hätte. Wir haben immer mal wieder auf den Boden geguckt, ob wir sie da irgendwie liegen sehen. Ja, aber da hat ein ehrlicher Zeitgenosse diese Leine gesehen und schön in den Baum reingehängt. Und das ist, wie gesagt, bei uns kein Einzelfall, sondern man könnte wirklich behaupten, derartiges ist bei uns die Regel. Ja. Und die Ausnahme wäre, wenn es eben nicht so wäre. Und das ist schon irgendwie toll. Und deswegen wäre das also mir im Traum nicht eingefallen, diese Leiter da wegzunehmen. Weil, ja, ich sag mal so, natürlich, einmal ist es ein bisschen ein charakteristisches. Ach, er wieder hier gerade. Voll am Tippen. Volles Rohr. Und ich habe jetzt erst gelesen, dass auch das in der Hand halten von einer Kamera oder so auch genauso wie Handybenutzung bestraft werden kann. Auch ein MP3-Player und so. Es geht um jegliches elektronische Gerät. Also es muss nicht unbedingt ein Smartphone oder Handy sein, wenn man mit einer Kamera darum händelt. Das könnte schon Ärger geben. Also besser ist es, sie ist eben fest installiert. Ja, und zwar in der neuesten Tracker, die ich mir wochenends geholt habe, so ausnahmsweise mal wieder. Obwohl ich jetzt gesehen habe, ab nächstes Jahr wird es die gar nicht mehr geben. Also nur noch im Abo, nicht mehr am Kiosk. Also sprich auch nicht mehr bei uns im Supermarkt. Ja, dann ist das Thema durch. Ne? Weil, dass ich das Ding abonniere, das werde ich nicht tun. Ich kaufe mir die halt immer nur hin und wieder mal, wenn ich so sehe, dass ich auch die Zeit habe, sie zu lesen. Ja, ein bisschen schade. Nein, und wie gesagt, ich hätte da, selbst wenn es keiner sieht, die Treppe ist sehr charakteristisch, hätte auch später ja jemand bei mir sehen können und hätte feststellen können, dass es genau diese Treppe ist, beziehungsweise es hätte mich auch jemand sehen können, wenn ich sie mitnehme. Und ich möchte nicht, dass meine Nachbarn von mir denken, ich bin einer, der Klamotten klaut. Nee, da habe ich doch jetzt ein viel besseres Gefühl. Na halt, ganz ehrlich erworben und auf gut Deutsch gesagt, hätte ich gesagt, genauso billig, als wenn ich sie geklaut hätte. Nein. Nee, richtig klasse. Richtig klasse. Richtig Spaß gehabt. Richtig Spaß. Ich meine, ich gehe diese Treppe sehr selten runter, meine Frau täglich.
zweimal sogar täglich, morgens und nachmittags, immer wenn sie zu den Hühnern geht. Und sie ist ja schon mal richtig, das hatte ich auch, das ist schon lange her, das war letztes Jahr, ich glaube, war auch letztes Jahr im Winter oder was. Ja, letztes Jahr im Winter, da ist meine Frau nämlich richtig übel dort gestürzt. Zwar nicht auf der Treppe, aber sie ist von der Treppe runter und das waren ja eben ja, viel höhere Stufen und ist dann auf der davorliegenden Betonplatte ausgerutscht, wo ich ja jetzt auch einen Gitterrost drauf habe. Also ich sag mal so, der komplette Weg der sehr kurz ist, aber nicht überdacht, vom Haus zum Hühnerstall, ist es nur ein ganz kurzes Stück, ist aber jetzt, besteht jetzt im Grunde komplett aus Gitterrost und ja, ist also absolut sicher geworden. Ja, das ist wie gesagt eine sehr erfreuliche Geschichte gewesen. Und meine Freude hält immer noch an. Ich sag mal, dieser Landwirt, wir haben schon ein paar Mal miteinander geredet, also wir können uns sehr gut miteinander unterhalten. Er ist ein sehr netter, sehr hilfsbereit. Ja, da bin ich wieder, kurze Unterbrechung hier durchs Telefon. Ja, Zeitschriftenwerbung. Aber ich habe ihr gesagt, ich bin mitten in der Arbeit und da hat sie sich natürlich sofort verabschiedet. Das ist natürlich bei dieser Kamera hier viel schöner. Ich kann wesentlich einfacher mal stoppen, also die Aufnahme unterbrechen und dann auch kurzfristig wieder starten. Das ging auch ganz kurz, die Unterbrechung, die war nur 20 Sekunden oder was. Ja, Wochenende war zumindest von Samstag auf Sonntag Enkel Theo da. Allerdings nur vom späten Nachmittag bis nach dem Frühstück am anderen Morgen. Na, es war wieder so eine Geschichte für sich auch. Na, ich meine, eigentlich deutlich vor seiner Zeit. Ich weiß gar nicht, wann er so normal ins Bett geht. Wir sagen jetzt einfach mal 8 Uhr. Vielleicht auch eher um 7 oder so. Auf jeden Fall deutlich vor seiner Zeit. Wir saßen zusammen zu dritt bei mir vorm PC, haben da was uns angeschaut, filmmäßig. Weil es war halt nach dem Abendbrot so halt, um so einen Moment da zu sehen. Auf jeden Fall haben wir da gesessen und da meinte er so, ja, wann gehen wir ins Bett?
Und ich meine, das mag ja für ihn und seine Mutter so zutreffen, ja, dass sie zusammen ins Bett gehen. Aber ich habe ihm gesagt, ich sage, du kannst ins Bett gehen, wenn du müde bist, wenn du möchtest. Ich gehe noch lange nicht ins Bett. Na, erstmal so hingenommen. Moment später hat er dann eigentlich signalisiert, er wolle ins Bett. Okay, meine Frau, weil das ist halt so, hat gesagt, okay, ich gehe mit dir hoch, lese dir noch was vor und so. Ja, die sind eine ganze Weile oben. Auf einmal kommen sie zu zweit wieder runter. Ich sag, was ist los? Ja, er wäre noch nicht müde. Er hätte noch keine Lust zu schlafen. Naja, nun war es aber schon so nach 8 und eigentlich hatten wir vor, sagen wir mal, uns zusammen auf der Couch zu setzen und unser Programm halt zu schauen. Jetzt nicht unbedingt kindergerecht, ja. Also ich habe eigentlich immer an Filmen Spaß, wo 16 plus oder 18 steht. Auf jeden Fall, ja, war klar, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen mehr kindergerechtes Programm machen. Und ich habe gesagt, naja, das ist eigentlich nicht richtig, aber sage ich, okay. Meine Frau meinte, ja, jetzt bleibt er so lange hier unten, bis er von alleine einschläft. Ja, das fand ich aber jetzt, die Idee fand ich aber jetzt nicht so gut, weil das hätte ja geheißen, dass man in, ja, dass wir irgendwas gucken müssen, was wir gar nicht gucken wollen, bis der Kleine eben eingeschlafen, bis er uns den Gefallen tut und ist eingeschlafen. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, komm, dann gucken wir eben das, was wir, bevor er ins Bett gegangen ist, was wir zusammengeschaut haben. Und das ging noch so eine gute halbe Stunde. Und dann habe ich eine Ansage gemacht und habe gesagt, so, das gucken wir jetzt zusammen. Und wenn das zu Ende ist, dann werdet ihr ein zweites Mal hochgehen und dann geht es ab ins Bett. Und dann ist es mir auch egal, ob er müde ist oder nicht, dann bleibt er im Bett. Ja, und mir ist auch egal, ob er da schläft oder nicht, auf jeden Fall, dann geht er ins Bett. Ja, wir sitzen da so, ich krieg da eigentlich schon mit, dass er mal nicht so super interessiert war an dem, was wir da geschaut haben, obwohl es schon noch okay war für ihn so als Kind, aber naja, ich hatte jetzt keine Lust auf Feuerwehrmann Sam oder so ein Gedöns. Es war halt ein Kompromiss. Ja, und dann war die Sendung zu Ende. Und wie ich halt so bin, so als Opa, habe ich dann gesagt, so, jetzt ist Schicht im Schacht. Jetzt geht's noch mal hoch. Da verzieht er doch sein Gesicht, steht auf, läuft um den Sessel rum, fängt an zu heulen und sagt, ich will zu meiner Mama. Da haben wir dann gesagt, ja, das geht aber jetzt nicht. Ich meine, wir wussten, was die macht. Ja, die war eben mal, ja, das war ein Fehler. Sie hat den Fehler gemacht, sie hat ihm nicht gesagt, dass sie arbeiten ist, weil das ist eigentlich immer das Beste, weil das versteht er dann. Wenn seine Mutter arbeiten ist, ja, dann muss sie eben arbeiten. Dann kann sie nicht auf seine Wünsche reagieren. In allen anderen Situationen, na, weiß ich nicht, hat sich das schon so ein bisschen so eingenistet, wenn er, ne, Meldung macht, ist Mutti sofort parat. Und da haben wir eben gesagt, nein, das geht nicht, wir können die anrufen. Nein, haben wir gesagt, wir können die auch nicht anrufen. Na? Und wir haben ihm dann erzählt, die ist arbeiten und wir können die da nicht anrufen und so. Boah, er war sehr unglücklich damit, aber ich bin hart geblieben. Ich habe gesagt, du gehst jetzt hoch hier mit der Oma und dann. Und die hat auch keine Faxen mehr gemacht. Und der Witz war der, kaum lag er im Bett, also noch in ihrem Beisein, ist er dann eingeschlafen und die Sache war durch, ja. Und ja, ich habe dann so im Nachhinein gesagt, ich habe so das Gefühl,
Er hat gesagt, ja, wir sollen hier die Mutter anrufen und so, weil ihm das nicht gefallen hat. Es hat ihm, ach, da bauen sie wieder Abstandskontrolle auf. Es hat ihm nicht gefallen, ja, dass ich sag mal, hätte ich ihn weiter da hocken lassen, das wäre ihm vielleicht noch egal gewesen. Aber als ich jetzt gesagt habe, jetzt ist endgültig Schluss, ja. Das sagt doch eiskalt die Mutter am nächsten Morgen zu uns, ja, hättet ihr mal angerufen. Ich sag, wieso das denn? Wieso hätten wir dich denn anrufen und stören sollen, ne? Nur weil der jetzt mal so ein bisschen da querschießt. Ja, sie wäre dann schon gekommen. Da haben wir gesagt, nee. Also das wäre, ich sag mal, damit hätten wir uns einfach zu sehr ein Armutszeugnis ausgestellt. Wenn es ganz extrem gewesen wäre, ja, man kann sich schon Situationen vorstellen oder man, es kann durchaus auch mal möglich sein, dass man das in Anspruch nimmt, aber nicht so schnell und leichtfertig, nur weil dem Kleinen jetzt mal was nicht passt und er meint, er müsste das jetzt so irgendwie durchsetzen oder was. Na? Nö, das nicht. Also da haben wir ihm klare Linie gezeigt und was soll ich euch sagen, am nächsten Morgen war das schon wieder komplett vergessen. Dann war es zwar so, dass er beim Frühstück sich zweimal bei seiner Mutter vergewissert hat, dass sie direkt nach dem Frühstück auch nach Hause gehen. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, nachdem das Frühstück beendet war und er mitbekommen hat, dass ich mal für eine Stunde zum LKW fahren will, um mal alles ein bisschen abzuchecken, eben den LKW vorzubereiten für die Nacht, zu schauen halt, dass alles in Ordnung ist und so. Ja, da hat er schon wieder signalisiert, so von wegen eventuell, dass er mitfährt oder dass er Lust hätte mitzufahren. Aber mir war jetzt nicht so danach. Und da habe ich gesagt, nee, ihr macht erstmal euer eigenes Ding. Aber so ist es halt. Na. Da war alles wieder vergessen. So, ich glaube, für heute soll es erstmal gewesen sein. Ich muss ja hier gleich die Bahn wechseln und so und ich habe auch noch ein Bütterchen, weil ich bin noch gar nicht an alles wieder so richtig gewöhnt mit der Esserei und den ganzen Klamotten. Und ich muss dann jetzt erstmal mein Bütterchen essen. Und in einer halben Stunde auch mit meiner Frau telefonieren. Eben das, was so üblich ist. Und ja, was soll ich sagen? Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei wart. Und sage, bleibt mir alle gesund. Und macht schön gut.